Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Fotocampel-Zeitreise. Rechts von mir der Steffen Schüngel, links von mir der Valentin, wie bei das sind die Fotofreunde. Und heute geht es wieder um einen Hersteller analoger Kameras und seinen Meilenstein, den wichtigsten Objekten, die sie hervorgebracht haben, unserer Meinung nach. Wenn ihr was anderes habt, dann diskutiert doch gerne auch in den Kommentaren. Auch sind wir keine Historiker und es könnten ab und zu Fehler kommen, obwohl wir eigentlich versucht haben, möglichst alles mit Quellen ausreichend zu belegen. Aber da kennt ihr es wahrscheinlich selber, da findet ihr eine Sache und dann zu dem Thema drei verschiedene Antworten. Ja. Und auch wenn wir, nein, nicht wir alle, aber einige von uns durchaus älter sind, wir waren nicht dabei. Ja. Also bei ganz vielen waren wir einfach nicht, das ist alles nur Hörensagen. Und wie man häufiger schon festgestellt hat, die Geschichtsschreibung gerade der Kamerahersteller ist gerne so ein bisschen, ich will nicht sagen verfälscht, aber harmonisiert. Also, uns sind da großartige Dinge gelungen, die in Wirklichkeit durch Zufall passiert sind. Ja, ja, klar. Und natürlich wird immer das Erste rausgekehrt und was die Innovation war. Und ich meine, das haben wir ja auch so ein bisschen ein Stück weit versucht, dass wir irgendwie die Sachen hier aufgreifen. Und du hast ordentlich vorgelegt so und hast ordentlich, sag ich mal, was internationalen Markt, was vor allem japanischen Markt betrifft, irgendwie ordentlich vorgelegt. Und ich habe jetzt versucht, das mal so ein bisschen zu systematisieren, was so besonders, sagen wir, zusammengefasst unter dem Schlagwort Pentacon, ja, was ist Pentacon? Das hat nicht lange existiert, der Name an sich, es ist trotzdem der Inbegriff für DDR-Kameraindustrie. Mhm. Und allein dieser Name oder diese Namensfamilie, Pentacon, Contax, auch Pentax, Praktika, Praktina, etc. Das ist, glaube ich, was zumindest auch den internationalen Markt betroffen hat. Es war aber nichtsdestotrotz eine Zwangsehe. Also es hat Unternehmenszusammenschlüsse gegeben, die waren gewollt und es gab welche, die waren, also hätten die Unternehmen eher gesagt, wir machen unser eigenes Ding, durften sie dann nicht mehr. Und bei Pentacon war es definitiv so. Also da waren die beteiligten Firmen mitunter nicht gerade happy, dass sie da auch teilweise Kompetenzen abgeben mussten oder dass man gesagt hat, oh, ihr habt jetzt keine Entwicklungsabteilung mehr, die machen wir jetzt da und da. Waren ja auch große Namen, die da unten eingefasst wurden. Ja, und was man sagen muss, ich meine, die Geschichte der Pentacon geht ja eigentlich erst 1964 wirklich los. Aber die Innovationen, die standen lange vorher und zwar in Form von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Beteiligten in diesen Firmen. Und wir haben halt hier, ja, sag ich mal, wir könnten anfangen mit dem ersten 1,8er Objektiv, was es überhaupt gegeben hat, mit 50 mm. Mhm. So, das war 1922 das Ernostar. Das war von Ernemann hergestellt, ein Objektiv, wo man aber sagen muss, naja, im Endeffekt hat es nur noch partial damit was zu tun, weil das Objektiv wurde von Pentacon natürlich nie gebaut. Ja, und als Ernemann es gemacht war, hat er wahrscheinlich 0,0% seiner Gedanken an Pentacon verschwendet. Davon kann man mal schwer ausgehen. Ja, und man kann aber auch sagen, wir legen los. Und ich glaube, da kennst du dich ein Stück weit besser aus mit der Kineexacta, mit der ersten seriell gefertigten Kleinbildkamera. Mhm. Die stammt nämlich aus deinem Bestand und die hast du irgendwo mal ziemlich günstig aufgegabelt. In einem ziemlich günstigen Zustand, ja. Die war also dermaßen abgerockt. Ich finde das immer faszinierend, wenn man sich die Kamera anguckt. Normalerweise gibt es eine Oberflächengestaltung bei den Produkten. Mhm. Da gehörte Glanzverchromung nicht dazu. Ja, ja. Wie kann es sein, dass es glanzverchromt ist? Also wer hat das überarbeitet oder ist die so abgewetzt, dass es tatsächlich glänzend geworden ist? Ne? Weil oben auch nur die eine Seite, da wo der Aufzug ist, die ist glänzend, die andere, die ist matt. Ja, ja. Also da hat jemand Polierfinger gehabt. Polierfinger, oder nur mit Handschuhen fotografiert. Vielleicht war das nicht Tropen, sondern eine Arktiskamera. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann die Nachfolger anschaut, die sehen ja wieder ganz normal aus. Hier zum Beispiel die Varex oder so. Die sind ja alle wieder relativ ähnlich. Ich glaube nur, dass die Kineexacta, als ich sie dann gekauft habe, schon eine, ich kann ja leider nicht erzählen, aber ich glaube, dass die eine richtig belebte Geschichte hinter sich hat. Mhm. Also ich glaube, die hat einiges gesehen, so wie die aussah. Ja, die erste Spiegelreflexkamera serieller Fertigung, ganz richtig. Und im Prinzip der Startschuss bei IHAGE für die Spiegelreflexkameraproduktion, die in der Form dann mal eben
41 Jahre angedauert hat. Ja, ja. Ob das jetzt so gut war oder eher weniger, das... Für die EHG war es nicht schlecht, also EHG. Ja, 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 würde ich auch mal so sagen. Aber okay, wir sind jetzt hier und wir sind hier in den 30er Jahren, Ende der 30er, ja, 36, ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir könnten ja auch noch weiter ausholen, wir könnten ja auch sagen, wir haben hier nämlich auch eine der ersten Spiegelreflexkameras, das war gewissermaßen ein Konkurrenzprodukt, aber... Ja, würde mal sagen, an den preisbewussten Spiegelreflexfotografen gerichtet. Die kann deutlich weniger, würde ich sagen, ist also weit mehr reduziert. Wir haben es mit einem 25. Sekunde Verschlusszeit bis zur 500. zu tun. Mhm. Aber was wir hier haben, ist ein Rückschwingspiegel. Mhm. Also gar kein besonderes Modell, vielleicht können wir das mal zeigen. Also durch einfachen Tastendruck auf den... auf den Auslöser, vielleicht kann ich die dir mal in die Hand geben, durch einfach einen Tastendruck auf den Auslöser, klappt der gewissermaßen nach oben, musst du da reingucken hier, und fällt aber auch wieder runter. Ah, ja, okay. Und einfach allein durch diese Kraft, die man da auch... schwerkraftgesteuerter Rückschwingen. Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich sehr behäbig, das dauert relativ lange und der große Nachteil bei der ganzen Geschichte ist halt auch, dass man nicht mal schnell fotografieren kann. Mhm. So. Was ganz interessant ist, es sieht zwar aus wie M42, ist aber N40, also ein völlig anderer Objektivanschluss. Wofür die Objektive auch richtig günstig sind. Also M40-Objektive sind immer so richtig billig. Ja, wenn man sie auftreibt. Ja. Das ist schon eine Rarität. Ja, da drin ist jetzt ein Victar. Und ich glaube, das war hier auch drin. Das ist auch drauf, genau. Also aber als... 5 cm, 2,9. Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, man traut es dem Objektiv nicht zu, aber es hat einen enormen Charakter. Und ich finde, Landschaften, Stadtansichten, was weiß ich was im Farbfilm, haben irgendwie einen gemäldeartigen Charakter irgendwie. Ja. Also sind ganz, ganz besondere Kamera, auch wenn es, wie gesagt, also die Kamera mit der Mattscheibe, das heißt nicht besonders hell, das Komponieren fällt extrem schwierig. Naja, gut. Und scharf können die Victare nicht richtig. Ja, da die kannst du selbst abblenden, hilft nicht wirklich. Aber sie haben Charakter, das stimmt. Ja. Und man tut ihnen gut mit Farbfilmen, glaube ich, dann ist zumindest ein bisschen Struktur in irgendeiner Art und Weise drin. Aber bitte auch keinen zu körnigen Farbfilm. Also ein Porter, Porter 800 oder so, das sieht wahrscheinlich auch schon nicht gut aus. Ja, wobei, Da konkurrieren dann einfach zwei so Gestaltungsmerkmale. Ja. Du hast einmal diese gemäldeartige Verzerrung von dem, Überstrahlung von dem Objektiv. Ja. Und dann arbeitest du noch mit Korn dagegen. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung. Doof aus, ja? Ja. Wobei ich mit Kodak 200, also Gold, gemacht habe und der ist ja doch bekannt für seinen Schleifpapierkorn. Also ich muss sagen, ja, ich mache keine großen Abzüge. Ich glaube, wir gehen immer von völlig unterschiedlichen Positionen aus. Möglich, ja. Genau. Ja, letzten Endes war diese Praktiflex vor allen Dingen aber ein Namensspender, nämlich der Namensspender für die kommenden Praktika-Kameras, die dann, aber wir sind noch gar nicht. Aber ich muss noch kurz dazwischen grätschen. Zu dem Zeitpunkt hießen die ja teilweise auch Contax. Nee, ich hatte ja die Contax FB da. Die da. Das waren die da dann. Also das waren die Pentacons dann. Die Praktikas waren was anderes. Die waren aus Niedersedlitz. Richtig. Pentacon, genau. Genau. Ja. Pentacon war dann dieses Schlüsselwort, glaube ich, weil sie Contax ja nicht mal nehmen durften. Genau, ja, und genau. Haben sie Pentax verkauft hatten. Noch nicht. Das kommt erst noch. Sind wir noch nicht bei 54? Nee, wir sind noch 1950. Sie hatten Pentax, gehörte ihnen noch. Contax gehörte ihnen aber irgendwie nicht mehr, beziehungsweise sie... Das haben die im Westen mitgenommen. Im Westen nach Stuttgart. Ja. Und ja, sind wir hier eigentlich, also gehen wir mal von der Praktika nochmal weg, gehen wir gleich zur Pentacon F, beziehungsweise zur Contax S oder wie sie auch dann immer alle hießen. Da gab es ja unterschiedliche Modelle. Die zeichneten sich durch ein fest verbautes Pentaprisma wiederum aus, was wir ja vorher noch nirgends gehabt hatten. Also das war richtig, genau. Das Dachkantenprisma wurde ja auch erst 39 oder sowas, 38 erfunden. Ja. Und bis es dann in die Fotografie gewandert war, respektive also so günstig herzustellen war, dass es für Massenprodukte eine Kamera einsetzbar war, vergingen nochmal 15 Jahre. Ja, ja.
Denn die Flächen eines Pentaprismas zu schleifen, ist nicht ganz ohne. Also ja, vorher waren die ersten Pentaprismen, die man kaufen konnte, kacke teuer. Und das war nichts, was man, also die Kamera hätte gleich das Dreifache gekostet. Das ist. Aber also für mich nach wie vor, sage ich so, der Archetyp Spiegelreflexkamera und vor allen Dingen Archetyp für diesen klassischen Auslöser, den wir dann später bis hoch in diese späte Praktika-Reihe dann gehabt haben, was den einfachen Grund haben sollte, dass man nicht wackelt beim Fotografieren. Und der für mich persönlich wichtigste Schritt hin zu einem nicht unverschämten Sucher. Einblick. Ja. Und guck mal von der Rückseite, die müssen wir dann mal hier die Kamera kurz anschmeißen. Ja. Das ist kein Vergleich, wenn man da so eine Mattscheibe aus einer Praktika anschaut. Ja. Die sind ja also allein schon die Öffnung, die man da zur Verfügung hat und dann auch der Einblick selber. Ja. Schön abgerundete Ecken und man hat richtig was fürs Auge. Ja, es ist nicht einfach nur so ein Schätzeisen, sondern was, wo man reingucken kann und tatsächlich mal das Bild auch betrachten kann. Ja, ja, ne? Also ein Punkt, wo ich dir allerdings schon recht geben muss, ist, wir haben halt einfach keinen Schnellspannhebel. So. Das macht die Bedienung von dieser Kamera jetzt nicht gerade angenehmer. Das ist auch so eine Entwicklung, wo ich mich lange gefragt habe, warum die Leute so ein Gewese darum gemacht haben. Ja. Ne? Denn da ein zusätzliches Zahnrad zur Übertragung einzubauen und dann mit diesem einen Hebelschwung das Ganze hinzukriegen, du hast eine Ratsche im Zweifelsfall, ne? Dass du es zurücklaufen lassen kannst und du hast eben ein Übersetzungszahnrad und schon bist du bei einem Hebel. Ja. Also warum das teilweise so ein... für mich unverständlich. Ja, also. Völlig, absolut. Also vor allen Dingen, weil ich meine, die Kinexacta hat es ja schon hingekriegt. Und einige Kameras, ich weiß jetzt nicht aus dem Daumengefühl heraus, die haben ja dann auch richtig unangenehm scharfkantige Räder teilweise da oben verbaut, du beim Aufziehen wirklich denkst, so, warum? Ja, doch, das kommt hin. Also ich würde sagen, hier die Praktika, das ist das erste Praktika-Modell 1949 in den Trümmern Dresdens irgendwie zusammengeschustert. Also ich glaube wirklich, das ist, da basiert bestimmt auch noch einiges auf alten Praktiflex-Teilen. Ja. Also wenn man die sich anschaut, die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit so. Ja. Was aber eben ganz, ganz interessant ist, hier haben wir dann eben M42 endlich. Mhm. Also M42 als standardmäßig und es war auch das erste Mal, dass M42. Weißt du, warum man hier auf M40 gewesen ist? Es gab M42 noch gar nicht. Also das entwickelte sich erst mit der hier, meines Wissens. Ja, aber hatte man vorher irgendwo schon andere M40-Objektive? Nicht also meines Wissens. Ich hatte das bei der Univex ja so, dass der Hersteller eigentlich Hersteller von Kine-Kameras war. Ja. Und dann haben die im Prinzip, ich habe es noch nie nachgemessen, aber wir vermuten bis heute, dass es im Prinzip eine C-Mount-Linse ist, die da vorne drin ist. Ja, ja. Zumindest vom Mount, vom Auflagemaß im Prinzip, egal, weil es war ja ein geschlossenes System. Ja. Aber als Cine-Kamera-Hersteller ist es relativ naheliegend zu sagen, ich habe die Fassung da, die dieses Maß hat und ich habe einen Gewindeschneider, der mir das in mein Werkstück schneiden kann, ist es naheliegend dann zu sagen, ich nehme dasselbe Maß. Deswegen war die Frage, ist dir ein Grund bekannt, warum die ausgerechnet M40 genommen haben? Nicht wirklich. Also ich meine, was wir ja vorher haben, ist M39 so. Und eben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es ihnen irgendwie zu klein war, dass irgendwas da nicht gepasst hätte, wenn man es gemacht hätte, ich weiß es nicht. Und dass sie deswegen irgendwas Größeres gebraucht haben und dann halt irgendwie auf eins größer gegangen sind. Aber ansonsten kann ich mir nicht weiter erklären. Also es gibt ja auch gar nicht so eine große Riege an Objektiven, die man da nehmen kann. Nee. Das ist ganz relativ beschränkt. Ja, genau. Ja, einmal M42, zweimal M42. Mhm. Und dann gab es nochmal eine Kamera, die Praktina. Mhm. Und ich meine, da kommen wir jetzt schon in einen Interessenskonflikt für einen Staat, der eigentlich das Interesse daran hat, einen großen Konzern zu leiten irgendwo. Mhm. Und wenn man sich da, sag ich mal, gegenseitig einen Haufen Konkurrenz macht, dann gibt es Probleme natürlich. Dann verschenkt man irgendwo Kapazitäten. Ja, absolut, ja. Und so hat sich es dann leider so entwickelt, dass die Praktina, obwohl sie die erste Systemspiegelreflexkamera gewesen ist, also das heißt, schon die Möglichkeit hatte, dass man sowas wie den Federzugmotor da ansetzt, dass man, ich glaube, Magazine etc. und sowas gab es auch. Man konnte
Sucher wechseln etc. Also wirklich so alles, was man irgendwie später dann von den Japanern irgendwie gesehen hat. Ich würde sagen, es wäre die Kamera gewesen, mit der man eine Chance gehabt hätte zu konkurrieren. Mhm. Stattdessen haben sie ausgewählt die Exacta. So. Warum auch immer. Und noch schlimmer in Anführungszeichen dann die Exa, die ja dann auch noch auf selber Basis auch noch kastriert gearbeitet hat. Ne? Ja. Was haben sie an Verschluss? 3 Stück, 4 Stück? Aber es war, glaube ich, für viele die erste Kamera dann Es war eine sehr erschwingliche Kamera. Ja. Und was aber eben interessant ist bei dieser Exa, ich wollte sie heute eigentlich aussparen. Aber trotzdem, wenn wir schon dabei sind, ist dieser Klappverschluss. Ne? Mhm. Das ist ja einzigartig, ich habe es noch nie gesehen. Ja. So. Gut, dann kriegt man halt nur 3 Verschlusszeiten, aber es geht. Ja. Es geht. Ja, nee, letzten Endes, wie gesagt, wurde alles abgeschrieben und das Einzige war, dass eben die Exacta immer weiterentwickelt wurde. Aber währenddessen ist man auch in Niedersedlitz nicht eingeschlafen, sondern hat was ganz Pfiffiges entwickelt, was ich bei meiner Recherche entdeckt habe. Hast du die schon mal gesehen? Never. Nee. Die ist auch nie in Serie gegangen. Ah, okay. Das ist ein Prototyp aus Niedersedlitz, beziehungsweise 2 Prototypen einer 2-Film-Kamera, wo sozusagen rechts und links jeweils eine Kapsel drin sitzt und über ein Spiegelsystem das Bild halt entweder auf den einen oder den anderen Film umgelenkt wird. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, also entweder bei der einen, ich bin mir nicht sicher, welche dann welche ist, aber bei der einen eben mit einem zentralen Verschluss für beide, also irgendwie im oder kurz hinterm Objektiv, oder eben mit 2 Schlitzverschlüssen jeweils vor dem Eingang, wo das Filmbild sich dann wiederum befindet. Mhm. So. Leider, warum auch immer, nie in Serie gegangen, wäre definitiv ein Stück. Ich glaube, ich konnte dir jetzt schon beim Erzählen nicht so richtig folgen, was das Ding eigentlich macht. Ich glaube, dann in der praktischen Anwendung würde das den Menschen einfach gnadenlos überfordern, was ich da gerade wo eingestellt habe, wo ich überhaupt mein Bild drauf mache. Also, der Anwender muss ja nur eines wissen. Der muss ja nur wissen, ich habe jetzt einen Farb- und ich habe einen Schwarz-Weiß-Film dabei. Ja, aber wie viele Leute hast du schon gesehen, die so rum fotografieren? Also jetzt nicht mit der Spiegelreflexkamera, sondern mit so einer Pocket-Kamera. Na, klar. Ja, und denen so ein Prinzip irgendwie keine Chance. Never. Daran wird es gelegen, also sonst hätte das Ding irgendwann gegeben, ja, mit Sicherheit. Ich finde, sie hat ja eher noch Ähnlichkeiten mit irgendeiner so Filmkamera. Aber was ist jetzt, sind das 2 verschiedene Kameras? Genau. Okay. Also, und die haben einfach das Objektiv oben? Nee, nicht oben. Also die doch, im Prinzip schon. Also sie hat ja hier die Filme. Ja, so und jetzt hast du hier das Objektiv. Ja, genau. Oben wird halt dann anders. Genau. Richtig. Und dann hast du hier einen Transport und hier einen Transport. Genau, und ich finde, also wie gesagt, also es sieht halt wie weiß ich nicht, eine normale 8-Kamera oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie auch. Da kommen so die, weiß ich nicht, Moviecon etc. irgendwie so in diese Richtung. Und die hat, die rechte Variante hat auch noch einen Sucher. Die haben meines Wissens beide einen Sucher. Ich weiß nur nicht wo. Also ich glaube nicht, dass es eine Spiegelreflexkamera ist. Ja, aber vielleicht eine Drüberpeilkamera. Also so die linke, die untere, da sehe ich definitiv nichts, was ein Sucherausblick wäre. Hm. Aber wenn du schon 2 Spiegelsysteme hast, kannst du auch eine Spiegelreflex draus machen. Also. Und es könnte natürlich sein, dass man einfach von hinten nach vorne durchgeguckt hat oder sowas. Dass man, weil, also zumindest in der, wo es 2 Verschlüsse gab, könnte man das vermuten. Aber ja, wie gesagt, also ein leider ungelegtes Ei. Hast du jetzt so nach der Recherche im Kopf, wer die gebaut hat oder entwickelt hat? Nein, leider gar nicht. Ich habe ja in meinem Kopf, es gibt so eine Rangliste der verwirrtesten Kamerakonstrukteure. Ja. Und der Kollege würde einen Platz ganz vorne einnehmen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es dabei stand. Also ich weiß nur Niedersedlitz. Also das heißt eben auch jene Werkstätte, aus der Praktiflex und Konsorten stammten. Die ja, sage ich jetzt mal, so das robuste Alltagszeug, was jetzt auch nicht zu hochwertig war, dann am Ende gebaut wurde. Kurios, sehr schön, sehr spannend. Ja, genau, wir könnten auch gerne einfach weitergehen und uns eine Kamera anschauen, die du in deinen TLR-Wochen auch vorgestellt hast. Die wir jetzt gar nicht auf den Tisch gestellt haben, na Schande über unser Aschenhaupt. Ah, naja, gut, also ich meine eine klassische, wie heißt sie, Weltaflex, ich meine, da... Ja. Der Name und Flex daran. Nee, also einfach der Stringenz halber und weil zieht sich durch, ne? Das ist jeden Hersteller eigentlich, oder? Hat der Besitzer einen, der das nicht hatte? Ich glaube nicht. Also es wird Zeit, dass ich mich mal an die Werkbank setze und einen Schimmelflex baue.
Ich bin mir sicher, sie würde sich gut verkaufen, wahrscheinlich. Ich würde sie wahrscheinlich Flängelschütz nennen. Auch dann würde ich sie nehmen. Ja, auf jeden Fall der Vollständigkeit halber. Sie ist weder innovativ noch sonst irgendwas. Sie ist hauptsächlich preisgünstig. So. Vor allen Dingen heute, ja. Ja, genau. Und es gab ansonsten keine zwei Linsen mehr. Das aber war's. Definitiv auch eine Kamera. Wir haben da in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen. Letztes Mal in der Olympus-Folge. Es gibt so Dinge, die man einfach haben sollte. Ja. Für 20 Euro, also sollte man eine sehen, für 20 Euro sollte man die einfach kaufen. Ja, ja, ja. Dann hat man sie. Und also haben ist immer besser als brauchen. Ja, und sicher, also ich meine, das Problem ist ja, dass über die Zeit hier schon einiges mit auf meiner Wunschliste gelandet ist. Und ich bin mir aber sicher, dass die relativ weit oben steht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, gehen wir weiter und kommen, na, ich weiß nicht, zu einem geheimen Laster von mir. Ich habe jetzt. So geheim ist es, glaube ich, nicht, wenn man unseren Kanal kennt. Ja, wir kommen nämlich 54 zu einer Kamera, die Ulbricht persönlich in Auftrag gegeben hat. Eine Kamera für das Volk, die Vera 1, die daraufhin entworfen wurde, ist die einzige Kamera, die von Zeiss Jena gefertigt worden ist. Also das heißt, die haben sich ja dort drüben eigentlich nur mit Objektiven rumgeschlagen und hatten auch überhaupt keine Erfahrung, was Kamerabau betrifft. Mhm. Und von dem her konnten die da natürlich rangehen mit entspannter Haltung und konnten sich mal was völlig Neues einfallen lassen. Und so kam eben ein Verschlussspannmechanismus raus, den man zack einmal an diesem Rädchen dreht, dann ist der Verschluss gespannt und der Film transportiert. Und man hat eben dieses große Problem von dieser Kombination der zwei Bewegungen in dieser Art gelöst, dass der Zentralverschluss ja sowieso auf diese Art und Weise gespannt wird und dass der Filmtransport hier oben über eine Zahnstange ein Zahnrad transportiert. Fertig. Im Prinzip Retina rückwärts. Genau. Die Retina hat den Zahnrad zum Verschluss, oder die Zahnstange zum Verschluss spannen und transportiert den Film direkt und da ist es einfach umgedreht. Ja, ja. Das ist vielleicht auch das, was wir verschiedentlich schon angesprochen haben mit den Patenten. Wenn ein Weg blockiert ist, dass man ihn als Hersteller nicht gehen kann, weil ein anderes Patent drauf liegt, musst du für dieselbe Geschichte einen anderen Weg finden und dann ist der naheliegendste Weg, ohne das Patent zu verletzen, ist genau umgekehrt zu machen. Ja. Also definitiv, ja, ja, auf jeden Fall. Und also, was ja hier dann, also es ist ja eine der ersten, es ist nicht die erste, die hatte dann hier noch diesen Metallspannring und hatte noch ein günstigeres Objektiv, so einen Dreilinser, jetzt später kommt dann das Tessar. Heute ist es interessanterweise umgekehrt, da diese mit Novar-Linse viel seltener sind die teurer, ja, 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 genau. Ja, in dem Fall haben wir jetzt sogar schon einen Leuchtrahmensucher drin. Also der ist, ich finde, ganz passabel. Ich meine, jetzt guck mal mit deinem kritischen Blick da durch, ob der für dich angenehm ist. Er ist von der Größe her schon mal akzeptabel. Also okay. Ich habe ja irgendwann gesagt, so alles kleiner ist dann schon Frechheit. Ja. Aber ich kann es sehen. Es ist allerdings kein Leuchtrahmen im klassischen Sinn, wie man erwartet, sondern quasi ein Leuchtpasspartout. Genau, ja, ja, richtig, ja, ja, genau. Und mit Parallaxenausgleich. Mit drei Parallaxenmarken, mit denen ich mir das dann vorstellen kann. Und es hat in der rechten unteren Ecke eine, das funktioniert nur, wenn man es abnimmt. Schrauben. Dann weiter vorne schrauben. Kann man nämlich quasi um die Ecke gucken. Ne? Man nicht bei dem Modell, glaube bei dem hier. Aber warum hat es dann so einen hellen Fleck da unten? Hat es einen hellen Fleck? Es hat rechts unten in der Ecke einen hellen Fleck. Es reflektiert da irgendwas. Okay. Also hier ist auf jeden Fall die, bei der sollte es funktionieren. Deswegen ist die Zeitenskala auch auf die Seite gerutscht hier, damit das eingespiegelt wird. Ich glaube, da hat irgendwas reflektiert von der Partiflex. Achso. Ja, aber also ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen. Wobei ich das immer sehr faszinierend finde. Ich hatte das in meinem Review von der, wie hieß die, Vogtländer. Wo drei verschiedene Dinge aus vier verschiedenen Ecken eingespiegelt werden, wo du also von vorne in den Sucher guckst, schon denkst du, mein Gott, 87 Bauteile, um das zu ermöglichen. Ja, ja, definitiv. Ja. Und man muss ja auch sagen, also ich meine, das hier war ja, sei mal, der Ursprung andersrum, die hier gehört da. Das Schöne ist, wenn es dicht ist, man kann auch noch einen kleinen Kaffee unterwegs hier was. Ja, fürchte ich, ist es nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, innen drin ist sie ja mit so einer schwarzen Farbe versiegelt.
um so ein bisschen streulich zu verhindern, ob das so förderlich wäre, wenn man sich das reinzieht. Nee, vor allen Dingen, also was jetzt eben interessant ist bei diesen Kameras, ist, dass hier ein Webur-Verschluss verbaut ist. Und dieser Webur-Zentralverschluss ist relativ günstig. Also das heißt, der kann bis, ich glaube, zur 250. Sekunde was machen. Und er hat diese alte Zeitenreihe, diese alte deutsche mit, was fehlt da? Ich glaube, ein Achtel oder so. Also von 5, 10, 25, 50 und so weiter. Genau. Und damit war es einfach nicht möglich, eine vernünftige Kombination von Verschlusszeit und Blende zu ermöglichen, was man ja dann bei den höherwertigen Modellen gemacht hat. Mhm. Also das heißt, wir haben hier kombiniert die Blende und die Zeit mit so einer damals ja üblichen Halbautomatik, die man halt über einen Knopf entriegeln konnte und die Belichtungszeit halt dann im Sucher sogar eingespiegelt gekriegt hat. Aber bis es dahin war, also wir sind 54, das heißt, die Kamera war zwar vielleicht schon ein ansatzweise erdacht, aber bei der Materialknappheit lange nicht verfügbar. Und was kam dann danach? Also was folgte aus der Entwicklung dieser Kamera? Aus dieser Entwicklung der Kamera folgte gar nichts. Sie war eine Sackgasse. Ist dann im Sande verlaufen. Die ist, also, aber sie ist lange produziert worden. Das muss man sagen. Und ich meine, wir haben hier noch eins der späteren Modelle, so, das auch zeigt eben, wir haben auch andere Objektive dafür. Wir haben auch die Möglichkeit hier ein, was ist das, Flektogon? Flektogon, genau. Genau, also hier ein 35 mm oder eben 100 mm anzuschließen, was über diesen kleinen Stift hier eine Übertragung. Ist das ein komplettes Objektiv oder ist das nur ein Vorsatz, so wie so ein Protesser? Nee, das ist ein komplettes Objektiv. Also hast du einen Verschluss hinter dem Objektiv? Genau. Und der ist natürlich das Hauptproblem bei der Konstruktion der Objektive. Ja, und vor allen Dingen bei dem, also du hast ja bei dem Zentralverschluss schon Limitierungen, wenn du ihn in der optischen Symmetrieachse hast. Ja, ja. Und was also die Transmission von Licht angeht. Wenn du ihn hinter dem Objektiv positionierst und dann noch ein Bajonett drum hast, dann hast du ja eine Apertur, die dich super beschränkt. Ne? Ja, also, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und was einen natürlich auch beschränkt, ist, sag ich mal, der Linsendurchmesser vorne. Ein Flektogon ist ja von seiner Konstruktionsweise bedingt das erste Linsenelement relativ groß. So. Trotzdem hat man es hier hingekriegt, die Linse noch einzubauen. Man musste dann aber beim Cardinal, was im Wesentlichen einfach ein Sonartypus war, irgendwie konnte man gerade bis zur 4 gehen, weil ja, hat man genau. nichts mehr gesehen. Ja, genau. Ja. Dann wäre es mit dem Messsucher vorbei gewesen. Ja, ja. Mhm. Genau. Nee, was relativ interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass mehr oder weniger zeitgleich dieser Prestor entwickelt worden ist. Dieser Verschluss, der die Absicht hatte, bis zur 1000stel Sekunde. Den habt ihr auf eurem Kanal ja schon 3 oder 4 Mal besprochen. Ja, 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 ja. Ein Meisterwerk gewissermaßen. Nee, Quatsch, eigentlich total vergebene Liebesmühe. Ja. Also wir hatten... Es war auch eine Sackgasse, ne? Also man hat den Verschluss entwickelt und danach war die Zeit der Zentralverschlüsse durch. Ja. Wobei es schade ist, weil hätte man den größer gebaut, wäre interessant gewesen. Für jede Mittel- oder Großformatkamera. Mhm. Es hat bis 2010, würde ich mal sagen, auf jeden Fall gedauert, bis es Zentralverschlusskameras gab, die dann auch eine 1000stel gemacht haben. Ja, schau an. Und es gibt ja heute neben Mittelformatkameras tatsächlich auch zumindest im Kleinbildsektor, sogar APS-C, noch eine Kamera, die einen modernen, neu gefertigten Zentralverschluss hat. Ja. Wisst ihr welche? Nee. Fuji 100, erst die Fuji 100F oder 100V mittlerweile. Haben wir nicht auch noch mit der neuen Zeiss-Kamera, haben wir doch, glaube ich, auch noch eine. Oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Das und die Hasselblad hat das erste Mal geschafft, in ihren Objektiven dann schneller als ein 1000stel zu bedienen. Ja. Mit den Zentralverschlüssen. Mhm. Also da wäre für diesen Prestor-Verschluss mit Sicherheit ganz viel Raum sogar nach der DDR noch gewesen. Na klar. Und im Großformatbereich sowieso. Ne? Also wie lange, es wurde Großformat lange noch über die Einführung der Digitalzeit. Als dann Kleinbild schon längst digitalisiert war, hat man im Studio immer noch ganz viel Großformat fotografiert. Ja, da wäre Raum für einen schnellen Verschluss definitiv gewesen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Aber wie gesagt, also man hat immer noch zu sehr auf den Westen geguckt und was machen die? Und daraus folgt auch, ich weiß gar nicht, ob es unsere nächste ist, die wir hier haben. Nee, noch nicht. Wir haben zuerst noch eine andere. Wir haben erst noch mal die Weiterentwicklung aus der, ja, lass sie ruhig da,
Wir haben erstmal die Weiterentwicklung aus der hier. Wir haben jetzt irgendwie einen anderen Lichtschacht, aber ansonsten sind wir relativ... FX2, ja. Genau. Und das war dann wiederum eine der ersten, eine, die ermöglicht hat, dass man eine innenauslösende Abblendung hatte, sozusagen. Also das, was wir von den Stift M42-Objektiven irgendwie kennen, das gab es hier jetzt das allererste Mal. Mhm. Aber ich glaube, unsere Zeit für die erste Hälfte unserer Folge ist schon durch, leider. Ach Gott. War sehr spannend und jetzt haben wir auch die Vera mal wieder behandelt. Bleibt doch dabei, schaut doch gleich auf unseren Kanal weiter in Teil 2. Wenn ihr wollt, beim Steffen das anzuschauen, dann könnt ihr ab Freitag ja auch da schauen. Dann bis gleich.